Super, wir warten noch die Bahn ab, machen es noch einmal gerne. Also die Bahn hat einen 7,5-Minuten-Takt, das heißt alle 3,25 Minuten kommt hier so ein Ding vorbei. Ja, so viel Zeit haben wir gar nicht heute. Sonne, Wind und Wasser. Herzlich willkommen in Rostock. Mit Sonne, Wind und Wasser werden wir die Zukunft gestalten hier in der Region. Und wie wir das gestalten wollen, zeigen wir jetzt. Herzlich willkommen, Holger Matthäus. Zukunft für die Region Rostock. Wie werden wir die gestalten? Momentan findet ein völliger Perspektivwechsel statt. Wir haben hier Wasser, wir haben hier Wind, wir haben hier Windkraftanlagen. Auf einmal sind wir rohstoffreich. Wir haben die Möglichkeit, über Elektrolyse hier vor Ort in der Infrastruktur, die wir haben, Wasserstoff herzustellen. Wir haben große Wasserstoffverbraucher, Energieverbraucher. Am Ende könnte das wirklich so sein, es tropft Wasser aus dem Tank, es kommt Wasserstoff aus dem Schornstein. Willkommen in der Welt von Jules Verne. Und warum ausgerechnet Rostock und die Region Rostock, um das umzusetzen? Wir sind hier in Rostock zentraler Energiestandort. Wir haben die gesamte Infrastruktur hier im Seehafen vor Ort. Wir haben große Flächen vor der Küste, die man für Windenergienutzung ausbauen kann. Wir haben ganz große Energieverbraucher hier in Rostock. Allein die Kreuzschifffahrt, die hier über Landstromanschluss seit einigen Tagen per Probe versorgt wird, pro Schiff 10 Megawatt, die hier abgenommen werden. Also eigentlich ist die gesamte Infrastruktur hier in Rostock vorhanden. Und welche Chance steckt für die Menschen in der Region? Also zum einen, denke ich, kann man da ganz viel Arbeit kreieren. Und zum anderen ganz viel Sauberkeit. Also wenn man Wasser zerlegt und wieder zusammensetzt, ist das eine klimaneutrale, völlig umweltfreundliche Energienutzung. Und wie es umgesetzt werden kann, mit welchen Mitteln, das schauen wir uns an. Nun war eben die Rede von Sonne, Wind und Wasser und einem großen Märchenerzähler und vielen Ideen. Aber wie werden aus Ideen Taten? Wie wird daraus Wirklichkeit? Das wird uns jetzt ein Mann erzählen, der seit Jahrzehnten genau das macht. Aus Ideen Taten. Carlo Schmidt, Windenergieunternehmer. Wind, der uns heute hier ums Haupt pfeift, ist Ihr Rohstoff in der Region. Wie können wir den mit Wasserstoff zusammenbringen? Wir sind natürlich hier geadelt. Wir haben die stärksten Windstärken überhaupt. Mecklenburg-Vorpommern als das Küstenland bietet uns ideale Voraussetzungen. Wir müssen den Wind zähmen. Das ist wichtig in der Energiewende. Und das gelingt uns, indem wir neue Speicherformen wählen. Wir wollen Wasserstoff unters Volk bringen. Wir wollen Betankungssysteme installieren. Wir wollen das auf die Straße bringen und auch in der dezentralen Energieversorgung für Wärmekonzepte und andere Projekte nutzen. Dezentrale Energieversorgung klingt kompliziert für mich. Was heißt das für mich ganz konkret, wenn ich zum Beispiel ein Häuschen habe? Wenn ich ein Häuschen habe, ist es heute schon so, dass ich durch die ansteigende CO2-Bepreisung mehr bezahlen muss für Erdgasheizung. Und aus diesem Grunde glaube ich, dass wir eine realistische Chance haben, mit Photovoltaik und Windenergie in Verbindung mit dezentralen Wasserstoffsystemen diese alten Heizkessel zu ersetzen. Also wird aus dem Wind Wasserstoff, der bei mir zu Hause ankommt, den ich nutzen kann? Genau, das ist die Vorstellung, das ist auch unser dezentraler Ansatz. Und wir wollen es hinbekommen, dass wenn man rausschaut und der Wind weht, man ein gutes Gefühl beim Duschen hat und weiß, das wird in der Region produziert und der Wasserstoff ist mit eingebunden. Wasserstoff für die Anwendung zu Hause, aber auch als Chance für den industriellen Kern in Mecklenburg-Vorpommern. Welche Chance steckt darin? Richtig, wir haben die Chance, große Industriegebiete, wie zum Beispiel den Rostocker Hafen, vollständig zu transformieren. Das ist eine historische Aufgabe, meiner Meinung nach. Heute sind dort Kohleförderbänder, die für das Steinkohlekraftwerk Kohle anlanden. Zukünftig haben wir dort Wasserstoffpipelines, die vielleicht große Schiffe, Kreuzfahrtschiffe, aber auch andere Heavy-Kraftschiffe mit Wasserstoff versorgen. Und die Produktion kann im Hafen angesiedelt werden. Und das ist für die Windenergie in Mecklenburg-Vorpommern eine Riesenchance. Steinkohleförderbänder, die zu Wasserstoffpipelines werden sollen. Die schauen wir uns an, da drüben im Hafen. Nun sind wir einmal über die Warnow gesprungen in den Rostocker Hafen zu Jens Scharner, Geschäftsführer der Rostock Port. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Hafen. Energie, grüne Energie als Chance für den Hafen. Wie wollen Sie das hier umsetzen?
Aktuell importieren wir fossile Energie. Das ist Kohle, das ist Öl, das sind alle Formen, die wir hier auch verarbeiten im Hafen. Zukünftig möchten wir die Offshore-Energie nutzen, wir wollen aber auch Energie importieren hier am Standort. Und aus dieser Offshore-Energie, aus dem Strom, wollen wir Wasserstoff produzieren. Welche Produkte können daraus werden? Das ist vielfältig. Wir glauben, dass wir in der Region eine Wasserstoffchance haben, das heißt eine Wasserstoffwirtschaft in der Region aufzubauen. Wir sehen da Ammoniak als einen Träger. Wir haben einen Jahre mit dem Düngemittelwerk als einen Abnehmer. Wir sehen aber auch andere Unternehmen hier, die Wasserstoff als Energiequelle nutzen werden. Vom Hafen, der heute noch fossile Energieträger importiert, auf grüne Energieträger umstellen will, an einen Ort, an dem diese fossile Energie heute noch gebraucht wird, aber auch durch Grün ersetzt werden soll. Herzlich willkommen, Donald Höpfner, Strategiemanager der Yara Rostock. Ja, guten Tag. Worin liegt bei Yara die Chance der Zusammenarbeit mit dem Hafen? Die grüne Wasserstoffenergie wollen wir ja in diesem Projekt nutzen, um daraus grünen Ammoniak herzustellen. Sie sind ein jahrzehntelang etabliertes Unternehmen. Sie verwenden auch jahrzehntelang erprobte Verfahren. Jetzt wollen Sie umstellen. Braucht es da nicht Druck und Geschwindigkeit, um das zu bewerkstelligen? Der Druck und Geschwindigkeit, die resultieren ja daraus, dass die meisten Firmen das Ziel gegeben haben, klimaneutral zu sein. Und Klimaneutralität in unserem Beispiel geht nur, indem wir den Rohstoff Ammoniak grün erzeugen. Denn ansonsten ist eine Klimaneutralität nicht möglich. Wir sprechen von einer großen Umstellung im Wirtschaftskreislauf. Wird auch eine Umstellung für die Menschen sein. Welchen Wert erzeugen wir damit? Hier an der Stelle erzeugen wir den Wert, dass wir mit dieser Umstellung auf erneuerbaren oder grünen Ammoniak 100.000 Tonnen CO2 sparen können und damit einen positiven Beitrag fürs Klima erreichen können. Vielen Dank, Dr. Donald Höpfner, Strategiemanager hier bei der Yara Rostock. Sehr gern. Der uns gezeigt hat, wie mit einem großen, etablierten Partner der Einstieg geschafft wird. Wir haben uns angeschaut und angehört, wie wir diese Chance nutzen wollen, die in Sonne, Wind und Wasser für uns steckt. Sie haben ganz zu Anfang Jules Verne erwähnt, einen großen Märchenerzähler. Was ist für Sie die Lehre daraus? Jules Verne hat vor 150 Jahren gesagt, Wasser ist die Energie der Zukunft. Und für mich ist das einfach, Visionen können wahr werden. Vielen Dank. Schön, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal oder folgen Sie uns auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Tschüss und bis bald.